Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kaljankas Küche. Gestern bei uns war ein Gartentag und natürlich jetzt erntet man viel. Und heute habe ich meine Gemüse haltbar gemacht. Natürlich nicht alles geschafft, aber größte Teil ist weg. Und gestern habe ich dann Brot gebacken, ein Dinkel-Vollkornbrot. Es geht wirklich so schnell. Absolut nicht kompliziert. Schaut ihr, wie das aussieht. Und das Rezept habe ich, ich glaube, 2018 noch reingestellt, sozusagen für die Eilige. Weil den Teig muss nicht gehen. Es wird gemacht, gerührt und gleich in kalten Backofen reingestellt und gebacken. Und habe ich dann gedacht, wenn ich schon Brot backe und mein Backofen ist an, dann mache ich gleich bisschen von der Pizzasauce im Backofen und habe mich nebenbei gleich ein Blech mit den Tomaten vorbereitet und habe wieder ein paar Gläschen Pizzasauce angekocht. Anschließend habe ich auch meine rote Beete verarbeitet und möchte ich euch zeigen, ein sehr leckeres Rezept. Den kann man als auch rote Beete-Salat verwenden. Einfach, wenn ihr Abendbrot macht und so zu kalte Küche, einfach dazu stehen. Kann man als Beilage warm machen. Wenn ihr kalt das benutzt, besonders schmeckt es zu den Bratkartoffeln wirklich sehr, sehr lecker. Probiert ihr mal. Oder macht man sogar ein Gläschen in die Suppe. Es ist alles schön eingewickelt, weil ich koche diesen Salat nicht nochmal ein. Aber wenn ihr Bedenken habt oder ihr wollt 1000% sicher sein, ihr könntet das auch einkochen zwischen so 90 und 100 Grad, ungefähr so 20-30 Minuten wird es ausreichen, sozusagen nochmal das heiß zu machen. Ich wickele es meistens in so eine warme Decke und das wird dann bis nächsten Tag sehr langsam abgekühlt und wenn ich aufmache, dann die Gläser sind immer noch so richtig warm, aber im Laufe des Abends hört man immer, wie die Deckel reingezogen werden und dann werden die so knacken. Frühs am Morgen, dann wenn ich die aufmache, dann teste ich nach meinen Deckeln, ob die alle eingezogen sind. Es passiert manchmal, dass mein Deckel wirklich nicht anzieht. Und so eine Gläser bringe ich dann nicht in die Keller oder auf mein Vorratsregal, sondern stelle ich es in den Kühlschrank und in nächste Tage oder sogar bis zwei Wochen. Und dann machen wir auf und essen und probieren, wie es das dann schon durchgezogen und wie es das schmeckt. Wenn die alle Deckel angezogen, geht es alles in den Keller. So, liebe Freunde, und ich möchte euch zeigen, wie ist das geworden. So ein leckerer Salat und schmeckt wirklich sehr lecker, durch das noch viele Zusatzgemüse und Kräuter und Knoblauch. Es schmeckt gar nichts nach diesem erdigen Geschmack von Rote Beete. Und vielleicht die, welche Rote Beete gar nichts mögen, vielleicht in diese Variante, könnt ihr mal probieren und sogar vielleicht wird das Ding gefallen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und gutes Gelingen beim Nachmachen. Und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Viel Spaß! So, heute möchte ich euch noch ein neues Rezept zeigen für die rote Beete. Ein rote Beete Gemüsesalat für Winter einkochen lassen. Ich habe jetzt mir vorbereitet 2 Kilo rote Beete.
dann 400 Gramm Möhre, 400 Gramm Paprikaschoten, unterschiedliche bei mir hier. So eine Handvoll Petersilie. Mit Petersilie bitte seid ihr vorsichtig, nicht zu viel dazu geben, weil Petersilie gerne gärt. Aber wenn ihr nur ein bisschen reinmacht und für so eine Mähne, es wird nichts passieren. Es ist schon alles geprobt und ich kann euch 100% versichern, es wird nichts passieren, wenn ihr nicht übertreibt mit den Kräutern. Dann habe ich 100 Gramm Knoblauch geschält. Ihr könnt auch weniger nehmen, wenn ihr das nicht mögt. Oder wenn ihr das gar nichts mögt, dann lest ihr es raus und nehmt ihr einfach ein bisschen Zwiebel mehr. Dann habe ich 1,5 Kilo Tomaten und für dieses Rezept sogar diese Black-Tomaten passen sehr gut, weil die sind auch schön dunkel und da kann ich die dann verbrauchen. Eine Chili, ob ich die ganze nehme, ist jetzt ziemlich eine so lange. Mal schauen. Und dann natürlich Zwiebeln. Zwiebel habe ich 350 Gramm genommen. Aber alle Zutaten zu diesem Rezept, bitte lesen Sie unten in die Beschreibung. Wenn ich was vergesse zu sagen, steht unten alles. Und noch eine kleine Aufmerksamkeit zu den Blättern von roten Beeten. Ich mache die äußersten Blätter ab. Natürlich, die sind dann manchmal von Insekten angeknabbert oder gelb oder sehen nicht so gut aus. Und der restliche, so schöne, frische Blätter, mit den sogar Stiele, schneide ich klein und in einem Gefrierbeutel friere ich mir für den Winter. Und es ist sehr gut für die Suppe zubereiten. Einfach Grünes reinmachen. Wenn ihr die Blätter von roten Beeten rein in die Suppe reinmacht, die verändern sich ihre Farbe nicht. Die bleiben so schön grün und die Suppe sieht wunderbar. So, liebe Freunde, das ist einfach nur nebenbei ein Tipp. Das muss ich dann später machen. Und jetzt fangen wir an, erstmal mit den unserer Gemüse zu zerkleinern. Zwiebeln mache ich mit meinen diese Gemüse. So, mache ich erstmal den Platz hier, dass ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt. Und dann schneide ich Zwiebel so, dass ich ihn kann in dieses Gemüsegerät kleiner machen. Und dann liegt er hier. Erstmal Zwiebel. So, die Zwiebel ist fertig. Jetzt machen wir Paprikaschoten. Paprikaschoten mache ich in so eine etwas kleinere so Streifen. Weil der Rest von dem Gemüse wird gerieben. Per Hand mit der groben Reibe. Oder ich werde es machen mit meiner Gemüsemaschine mit so einer Reibe. So, und jetzt ist die Möhren dran. Oder auf die grobe Reibe reiben. Wenn ihr Maschine habt, dann mit Gemüsemaschine machen. Ich habe schon etwas klein geschnitten, dass keine so eine lange Fädchen sind. Und dann geht es los. So, Möhren sind fertig. Diese paar kleine Gruppe werde ich einfach mit Messern verschneiden. Und das geht jetzt in eine Schüssel. Für die rote Beete nehme ich etwas grobere Streifen. Könnt ihr eigentlich für die Möhren auch nehmen. Aber irgendwie habe ich mich fortan mit den Reiben. Und werden wir jetzt rote Beete auch reiben. Die rote Beete habe ich gewaschen, geschält und in so eine etwas kleinere Stücke gemacht, dass wir besser die zerkleinern. So, mit rote Beete sind wir auch wieder fertig. Und diese paar Krümel kann ich reinmachen. Die sind nicht so groß. Das ist wirklich ein super Gemüsegerät. Ich möchte dieses Gemüsegerät wirklich gar nichts missen. Im Herbst, wo die Ernte kommt, ist mir wirklich eine sehr große Hilfe, als wenn ich alles per Hand reibe. Für die Tomaten brauche ich aber so ein Messer. Dann kann ich ihn dran setzen und einfach weiter hier meine Tomate verarbeiten. So, jetzt sind die Tomate dran. Einfach so reinschmeißen. Das geht auch sehr schnell. Brauche keine Haut abziehen, gar nichts. So. So, und haben wir jetzt unsere Tomate auch fertig. Richtig schöne
Püree oder Tomatensaft. Und so geht es weiter. Kann man gleich erstmal die Tomaten auffüllen. Nur nicht zu viel auffüllen, dass es nicht drüber schwebt, weil es ist schon flüssig. So, alle Gemüse haben wir jetzt vorbereitet. Alles ist fertig. Und jetzt können wir ans Herd gehen und kochen. Wir nehmen uns einen großen Topf und geben wieder Öl. Ich nehme ein geschmackneutrales Öl. In meinem Fall Rapsöl. Werden wir erstmal Öl aufhitzen und dann geben wir den Zwiebel erstmal rein. So, wenn Öl ist heiß schon, ja, geben wir den Zwiebel rein. Werden wir Zwiebel so leicht gleisig anschmoren. So, ungefähr so nach 3-4 Minuten sieht unsere Zwiebel so aus. Und wir können schon restliche Gemüse dazu geben. Möhren. Möhren habe ich aber fein geschnitten. Wenn ihr die grob geschnitten habt, dann könnt ihr kurz erstmal Zwiebeln mit den Möhren noch ungefähr so 3-4 Minuten schmoren und dann die restliche Gemüse dazu geben. Wenn sie auch so fein gemacht haben, dann könnt ihr gleich reinmachen. So, Paprika, Tomaten. Beete und gleich hinterher gebe ich noch 100 ml Apfelsaft, dass die rote Beete ihre schöne Farbe nicht verliert. Und den restlichen Essig geben wir dann zum Schluss. So, alles gut umrühren. Haben wir wieder einen großen Topf voll. So, und dann kommt in Einsatz noch Salz. Salz bitte kein iodiertes, in meinem Fall nehme ich immer gerne diese Ursalz. Gebe ich jetzt 1,5 Esslöffel und Rest können wir dann später immer nachwürzen. Decken wir zu und lassen wir dieses Gemüse ungefähr 40 Minuten schmoren. Ab und zu einfach umrühren. Und geduldig sein. In dieser Zeit kann man auch unsere Gläser fertig machen. Also, das für besseren Geschmack geben wir noch ein bisschen braunen Zucker dazu. Für diese Mine nehme ich ungefähr 100 Gramm braunen Zucker, die Rohzucker. Es gibt auch besseren Geschmack und ein bisschen übertönt dieser erdige Geschmack von der roten Beete. Und weil wir haben sowieso hier noch andere, viele Gemüse wie Tomaten und so weiter, für die, welche nicht so besonders mögen rote Beete, wäre vielleicht das auch eine Variante, so ausprobieren, rote Beete zu essen. Und jetzt 40 Minuten einfach schmoren lassen. Nicht zu stark kochen, einfach auf so eine mittlere Hitze schmoren lassen und ab und zu umrühren. Jetzt sehe ich, dass ich noch Chili hier auf mein Brettchen habe. Fast vergessen. Geben wir auch die Chili, dass ich kann schön auch mitkochen und unsere Gemüse würzig machen. So, meine Gemüse jetzt kochen 40 Minuten. Und jetzt können wir noch restliche Essig, wenn es Salz fehlt, Salz dazu geben, Knoblauch. Den Knoblauch habe ich durch die Presse gemacht. Kleingeschnittene Petersilie. Schaut ihr, nur Handvoll für diese große Menge. Noch 100 ml Essig. Und ich habe es probiert nach meinem Geschmack. Es ist noch zu wenig Salz und deswegen gebe ich noch 1/2 Esslöffel. Insgesamt sozusagen 2 Esslöffel habe ich von dem Salz dazu gegeben. Probieren Sie und machen Sie nach Geschmack noch irgendwelche Gewürze. Zum Beispiel können wir noch schwarze Pfeffer dazu geben. Ich gebe aus der Mühle. Und eventuell kann man auch noch Paprika-Rosenschaft dazu geben. Alle Gewürze, liebe Freunde, nach Geschmack. Geschmäcke sind unterschiedlich.
So, alles gut umrühren und lassen wir noch ungefähr knappe 10 Minuten mit Knoblauch und Petersilie köcheln und dann können wir schon in unsere Gläser auffüllen. Schaut ihr, wie toll sieht das aus. Und jetzt noch durch den Knoblauch, es riecht wunderbar lecker. Kann man schon gleich essen. So, es sind jetzt 10 Minuten vorbei. Probiert ihr, ob alles gar ist. Und wenn sie auf die Sauberkeit achtet und alles richtig macht und danach noch alles heiß in die Gläser abfüllt und meine Gläser sind noch heiß, dann musst ihr auch nicht nochmal einkochen. Diese heiße Abfüllen funktioniert wunderbar. So, jetzt können wir gleich abfüllen. Ich habe es probiert, es schmeckt sehr, sehr lecker. Alles nach meinem Geschmack reicht hier. Essig und Salz und die alle Gewürze, Knoblauch kommt da raus. Die Schärfe ist normal, nicht zu scharf und nicht zu lasch. Einfach lecker. Wenn ihr wollt das trotzdem ankochen, dann bitte nicht ganz voll auffüllen die Gläser, sondern 1 cm von oben lassen, dass du bei einem Kochen nicht die Flüssigkeit ausdrückt und dann wird das zwischen Gummi und dem Deckel den Saft von angekochtem und dann kann das schlecht gehen. So, ich koche wirklich das nicht mehr ein. Ich werde einfach nur alle meine Gläser nochmal mit einer schönen warmen Decke zudecken und über Nacht einfach stehen lassen, ganz langsam abkühlen. Ich kann euch nur empfehlen, das nachts zu kochen. Es schmeckt sehr lecker und dieser erdige Geschmack von den roten Beete geht im Hintergrund. Es kommt nicht gleich so, dass es rote Beete unbedingt ist. Es sieht man nur die, dass es so rot und Bordeaux, ja, es ist rote Beete, aber im Geschmack durch die Gemüse und diese Gewürze ist wirklich sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, ich fülle erstmal meine alle Gläser voll, was ich mir hier vorbereitet. Und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Freunde, habe ich jetzt die alle Gemüse in die Gläser eingepackt. Und jetzt muss man wirklich schnell arbeiten, dass die nicht abkühlen. Gleich die zudecken, am besten noch mit so einer Wolldecke. Und lasse die bis morgen früh einfach langsam abkühlen. Und das ist wie eine zusätzliche Sterilisation von unseren Gläsern. Noch ein kleines Schälchen ist übrig geblieben. Es schmeckt warm und kalt und so sieht er aus. So, liebe Freunde, wir sind für heute wieder mal fertig. Haben wir wieder uns was für unsere Regale, was Neues gemacht. Und es ist doch schön, wenn man in den Keller geht und so viel Vielfalt von den Angekochten. Ich finde, es ist sehr schön. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ein guter Appetit euch danach. Ein gutes Gelingen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!